Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung in der Reihe von Göttinnen und Göttern, Helden, Dämonen und großen Magiern. Und heute soll es um den griechischen Dichter Sophokles gehen und seine beiden Stücke Ödipus und Antigone. Wir haben uns die beiden letzten Male angeschaut, wie in Athen im 5. vorchristlichen Jahrhundert eine neue Kunstrichtung entstanden ist, nämlich das Theater. Und wir haben gesehen, wie das entstanden ist vor dem Hintergrund einer Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in Athen, nämlich der Entstehung der attischen Demokratie, weg von alten mutterrechtlichen Prinzipien, Blutracheprinzipien, von der aristokratischen Gentilverfassung hin zu dem, was man Bürgerbeteiligung, schriftliche Form von Gesetzgebung, eben attische Demokratie nennt. Eine Verfassung, in der Bürger als gleichberechtigte Träger von Rechten auftreten. Gemeint sind natürlich immer nur die männlichen Bürger. Frauen und Sklaven und Kinder sind ausgeschlossen. Der Schauplatz ist Athen, auch heute bei Sophokles. Und wir wollen uns nun eben anschauen, wie dieser Modernisierungsprozess, den wir schon bei Aeschylus in den Eumeniden uns betrachtet haben, nun bei Sophokles fortgesetzt wird. Aeschylus, die Eumeniden, der Muttermörder Orest wird freigesprochen aufgrund von sachlichen Argumenten, die Apoll und Athene für ihn anführen und die alten archaischen Göttinnen der Erinien werden umgepolt in wohlmeinende Eumeniden. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut und heute wollen wir uns das in einer anderen Form anschauen bei dem großen Dichter Sophokles. Zunächst ein bisschen etwas Biografisches zu Sophokles. Sophokles geboren 496 in Athen, in dem Demos Kolonos, einem Stadtteil in Athen, gestorben 406, 405 vor Christus in Athen. Gilt neben Aeschylus und Euripides als der bedeutendste dritte griechische Tragödienschreiber. Sein Vater war ein vermögender Waffenfabrikant. Sophokles hat schon sehr früh an den körperlichen und musischen Wettbewerben teilgenommen, war Vorsänger bei dem Siegespaian nach der Schlacht bei Salamis 480 und soll ein sehr schöner Mann gewesen sein. Nach eigenen Aussagen hat er bei Aeschylus gelernt, ob direkt oder durch Zuschauer von dessen Stücken, das steht dahin. Er hat dann Aeschylus auch besiegt, schon 468, mit seiner ersten Tetralogie, drei Tragödien und einem Satyrspiel. Hat dann auch viele Funktionen eingenommen im politischen Wesen Athens. Er hat zum Beispiel die Schatzkasse verwaltet, des attisch-delischen Sebons. Er war Stratege neben Perikles im Samischen Krieg und hat im Unterschied zu Aeschylus und Euripides Athen nie verlassen. Die beiden anderen sind ja zum Beispiel nach Sizilien gereist, zu den Tyrannen dort, wo sie wohl empfangen wurden. Aber Sophokles hat Athen nie verlassen. Er hat zahlreiche kultische Funktionen auch ausgeübt. Er hat zum Beispiel den Kult des Asklepios in Athen eingeführt und dem Gott in seinem eigenen Haus einen Platz eingeräumt, bis dessen eigener heiliger Hain so weit war, dass der Gott dort einziehen konnte. Er hat als Medium fungiert, durch ihn haben die Götter zu den Menschen gesprochen. Und es das heißt, dass er in einer Traumerscheinung des Herakles gesehen hat,
wie ein von der Akropolis gestohlener goldener Kranz wiedergefunden werden konnte. Er hat, Entschuldigung, wie gesagt, wichtige politische Ämter in Athen übernommen, war eben dreimal Mitglied des Strategenkollegiums, also ein wichtiger Mann auch innerhalb des politischen Geschehens. Und hat die Zeit mitbekommen, in der aus der allgemeinen Bürgerversammlung dann ein demokratisches Beschlussorgan in der Oligarchie wurde, wo 400 Bürger das Sagen hatten und nicht mehr die gesamte Bürgerschaft. Und hat in seinen Stücken ist es ganz deutlich zu bemerken, dass er gegen diese alleinige Herrschaft der Vernunft, die alleinische Sieg der demokratischen Verwaltung auch Einspruch erhoben hat und immer wieder die Gesetze und den Willen der Götter hervorgehoben hat. Was man hier auch sieht aufgrund seiner kultischen Betätigungen, dass er eigentlich ein Mann der Götter gewesen ist. Er soll 90-jährig, 406 oder 405 vor Christus gestorben sein, erstickt an einer Weinbeere. Das heißt, dass er 123 Stücke geschrieben hat, 30 vollständige Tetralogien und eine Trilogie, also immer einen Umfang von jeweils drei Tragödien und einem Satyrspiel. Sehr viele seiner Stücke sind nur dem Titel nach bekannt, wirklich bis heute gespielt werden König Ödipus und Antigone. Und diese beiden Stücke wollen wir uns doch ein bisschen genauer anschauen. Also zunächst einmal das Stück Ödipus, geschrieben so 429 bis 425 vor Christus und beginnt eigentlich mittendrin in der eigentlichen Geschichte, die eben eine große Vorgeschichte hat. Und diese Vorgeschichte beginnt bei dem Vater von Ödipus, der die Gastfreundschaft eines Königs missbraucht hat, indem er dessen Sohn entführen ließ, weil er sich in den Knaben verliebt hatte. Und daraufhin hat ein Orakel dem König Laios, dem Vater von Ödipus, geweissagt, dass er einen Sohn zeugen wird, der ihn töten und seine Gemahlin heiraten wird. Daraufhin lässt Laios im Einverständnis mit seiner Frau Jokaste dem Neugeborenen die Füße durchstechen und zusammenbinden und lässt ihn von einem Hirten im Gebirge aussetzen. Der Hirt hat jedoch Mitleid mit dem Neugeborenen und übergibt ihn einem befreundeten Hirten in Korinth. Und auf die Art und Weise kommt Ödipus an den Königshof zum Königspaar Polybos und Merope, die ihn adoptieren und wie ihren eigenen Sohn aufziehen und ihm den Namen Ödipus geben. Eine Deutung ist eben, dass das nach seinen geschwollenen Füßen gewählt wurde. Ödipus, Deutsch, Schwellfuß. Aber es gibt auch andere Formen, diesen Namen etymologisch zu erklären. Ödipus wächst in Korinth an und hört dann auf einem Fest, dass er nicht der leibliche Sohn seiner Eltern ist. Das beunruhigt ihn, er fragt bei einem Orakel nach und das Orakel verkündet ihm, dass er seinen Vater töten und seine Mutter zur Frau nehmen wird. Daraufhin bricht Ödipus in die Fremde auf, um das zu verhindern, und trifft an einer Weggabelung auf einen Wagen und gerät in heftigen Streit mit dessen Fahrer.
der ihn seiner Meinung nach arrogant behandelt. Im Zuge dieses Streites tötet er den Passagier des Wagens, ohne zu ahnen, dass er seinen eigenen Vater, seinen biologischen Vater Laios, damit getötet hat. Und damit hat sich die erste Vorhersage des Orakels verwirklicht. Ödipus zieht weiter vor die Tore Thebens und stößt dabei auf die Sphinx, die vor diesen Toren alle Reisenden mit einem Rätsel belästigt. Und wenn sie dieses Rätsel nicht lösen, dann werden sie von dieser Sphinx getötet und verschlungen. Also ein drachenartiges Monster mit Menschenkopf. Und das Rätsel der Sphinx lautet nun: Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig und am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit seiner Zahl seine Füße. Aber wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit seiner Glieder am geringsten. Und Ödipus ist so schlau, dass er als einziger des Rätsels Lösung findet, nämlich: Dein Rätsel ist der Mensch, der am Morgen seines Lebens, solange er ein schwaches und kraftloses Kind ist, auf allen Vieren geht. Ist er stark, so geht er mittags seines Lebens aufrecht auf zwei Füßen. Ist er endlich am Lebensabend als ein Greis angekommen, so nimmt er den Stock als dritten Fuß zu Hilfe. Die Sphinx stürzt sich vom Felsen, Theben nimmt Ödipus auf, ist ihm dankbar, dass Ödipus die Stadt von dieser Plage befreit hat. Er wird Nachfolger des getöteten Laios und heiratet seine eigene Mutter Jokaste, ohne es zu wissen. Er zeugt mit ihr Zwillinge, Eteokles und Polyneikes, und zwei Töchter namens Antigone und Ismene. Weder Mutter noch Sohn wissen, dass der Sohn den eigenen Vater getötet hat und seine eigene Mutter nun geheiratet hat. Und nun beginnt das Stück damit, dass Theben von einer Pest heimgesucht wird und Ödipus gezwungen ist, den Grund für diese Strafe, für diese Krankheit zu finden. Ein Orakel weissagt ihm, dass die Ursachen in einer schweren Schuld der Stadt liegen, was der Schwager von Ödipus, nämlich Kreon, auf den ungesühnten Mord an Ödipus Vorgänger Laos bezieht. Daraufhin leitet Ödipus eine Untersuchung ein. Er will, dass dieser Mord aufgeklärt wird und Zeugen werden geholt. Der einzige überlebende Zeuge gibt an, dass der Mord von einer Räuberbande verübt worden ist. Und dann lässt Ödipus den blinden Seher Teiresias holen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Der weigert sich zunächst, die wahren Zusammenhänge zu offenbaren, wird dann schließlich doch so weit unter Druck gesetzt, dass er sagen muss, dass Ödipus selbst der Mörder von Laios ist. Ödipus glaubt ihm zunächst nicht und wittert eine Verschwörung zwischen Kreon, seinem Schwager, und Teiresias. Teiresias, er glaubt eben, dass Kreon den Thron innehaben will. Doch dann stellen sich erste Zweifel ein. Ödipus erfährt von einem aus Korinth eintreffenden Boten, dass seine Eltern, die er für seine Eltern hält, nicht seine leiblichen Eltern gewesen sind, sondern dass sie ihn erhalten haben von einem Knecht des Laios. Und damit werden seine Befürchtungen zur Gewissheit. Bote, der Ödipus als Kind erhalten hat von dem thebanischen Hirten, bringt dann die Wahrheit ans Licht und die Narben an den durchstochenen Füßen sind dann offensichtlich, sodass Ödipus erkennen muss, dass er Laios Sohn ist und Jokastes Sohn,
dass er seinen eigenen Vater getötet hat und seine Mutter geheiratet und mit ihr Kinder gezeugt hat. Er ist so verzweifelt, dass er sich blendet, um sich zu töten. Erlangt aber den Tod nicht. Seine Mutter erhängt sich und das ganze Geschlecht, die Kinder, werden damit mit diesem Verhängnis konfrontiert und müssen ihr ganzes Leben dann damit weiterleben. Kreon wird sein Nachfolger, und das wird dann eben weitergeführt in dem nächsten Stück Antigone, was wir uns dann gleich im Folgenden anschauen können. Worum geht es also im Ödipus? Es geht um einen Vatermord. Und der Vatermord ist eben, wie gesagt, einer der schlimmsten Morde, die jemand begehen kann, weil der Vater als der eigentliche Erzeuger des Kindes gilt und die Mutter ist ja nur der Nährboden. Das haben wir uns ja schon mal angeschaut, als wir uns die Eumeniden bei Äschylos angeschaut haben. Dann ein furchtbares Vergehen, das Inzestmotiv. Ödipus, der mit seiner eigenen Mutter schläft, was dann zu einer zahlreichen Deutungsmöglichkeiten geführt haben im Rahmen der Psychoanalyse des späten 19. Jahrhunderts, zu dem, was wir den Ödipus-Komplex dann auch nennen. Das Thema des Stückes Ödipus ist das Wahrzeichen, so wie es über dem Eingang von Delphi steht. Mensch, erkenne dich selbst. Denn was bist du, Mensch? Du glaubst, mit Vernunftgründen zu handeln, du glaubst, das Beste zu wollen und du bist doch nur ein Mensch. Die Götter halten das Schicksal in Händen. Das ist auch das Rätsel, das ihm die Sphinx aufgibt. Was bist du? Du bist nur ein schwankendes, kleines, erbärmliches Geschöpf, das Gehhilfen braucht und auf allen Vieren läuft und schließlich auch eine Krücke braucht. Und all deine guten Absichten, dein eigener Wille, sie helfen nichts gegen den Ratschluss der Götter, der lange vor deiner Geburt schon geschlossen wurde. Das menschliche Denken und Wollen kann nichts ausrichten gegen die göttlichen Mächte. Die alten Götter siegen. Die menschliche Vernunft, der menschliche Willen hat gegen sie keine Chance. Die Götter tauchen in diesen Stücken von Sophokles auch nicht mehr direkt auf, sondern nur indirekt in Form von Orakelsprüchen. Oder eben durch den Seher Teiresias kommen sie zu Wort. Sie haben sich zurückgezogen aus dem Leben der Menschen, aber sie bestimmen deren Schicksal voll und ganz. Interessant ist auch rechtsgeschichtlich das Problem der Intention und Absicht. Ödipus wird ja schuldig, aber unwissentlich schuldig. Er versucht ja gerade, einer möglichen Schuld aus dem Weg zu gehen und versucht, seine Eltern zu meiden. Er versucht eben nicht seinen Vater umzubringen, nicht die Mutter zu ehelichen. Und es gelingt ihm nicht. Und er muss dafür die ganzen Strafen auf sich nehmen. Er muss büßen, wird schuldig gesprochen, muss für die Konsequenzen seiner Tat einstehen, die er aber eigentlich vermeiden wollte. Das kann man auch in zweierlei Hinsicht deuten. Zum einen ist es vermessen, vom Menschen zu glauben, einem Orakelspruch, der den Willen der Götter preisgibt, nicht folgen zu können. Das ist menschliche Hybris. Und sowohl die Eltern als auch Ödipus haben sich gegen die Götter vergangen, indem sie den Orakelsprüchen zu widersprechen wollen, indem sie ihnen entgegenhandeln wollen. Und zum anderen ist es interessant, was das Rechtsverständnis der Zeit angeht.
Im Rechtsverständnis des fünften vorchristlichen Jahrhunderts ist die Intention und die Absicht, das Motiv, mit der eine Tat getan wird, nicht entscheidend für die Strafe, nicht ausschlaggebend für das Strafmaß. Das ist eine durchgängige Rechtspraxis gewesen, die bei uns auch in Mitteleuropa noch bis ins 12. Jahrhundert gang und gäbe war. Bei uns nennt man das das sogenannte Akkusationsprinzip. Man wird verurteilt und muss für die Konsequenzen gerade stehen, ganz egal, ob man das aus Versehen gemacht hat oder mit Absicht. Fazit dieses Stückes Ödipus. Menschliches Wissen, menschliche Absichten, menschliches Wollen, menschliche Klugheit helfen nichts gegen den Ratschluss der Götter. Ödipus ist ja ein schlauer Mann. Er löst als einziger das Rätsel der Sphinx. Er ist jemand, der akribisch nach der Wahrheit sucht. Aber er kann nichts ausrichten gegen die Allmacht der Götter, gegen die alten Götter, die von vornherein das Schicksal der Menschen bestimmt haben. Und in diesen Stücken dieses großen Dichters siegen die alten Mächte, die alten Gottheiten. Und die Weisheit und Vernunft des Menschen kann nichts gegen sie ausrichten. Hier eben der Chor. Geschlechter der Menschen, wie ist euer Leben gleich dem Nichts? All euer Glück ist nichts als Wahn vor dem Erwachen. Sehe ich dich, dich und dein Geschick, Ödipus, preis ich auf Erden von allem nichts. Ja? Du, der du die Sphinx geschlagen hast, der du so schlau bist, du kannst nichts tun gegen den mächtigen Ratschluss der Götter, den Sophokles eben auch in seinen kultischen Funktionen immer wieder zu Wort hat kommen lassen. Schauen wir uns das nächste berühmte Stück an, die Antigone. Aufgeführt 442 vor Christus eben den Inhalt. Kreon, der neue Tyrann von Theben, der eben auf Ödipus gefolgt ist, verbietet die Bestattung seines Neffen Polyneikes, weil der sich als Verbannter gegen die eigene Stadt gewandt hat und gegen die eigene Stadt Krieg geführt hat. Der Hintergrund ist eben das Schicksal des Hauses der Labdakiden mit König Laios, mit Ödipus, mit Jokaste, mit den zwei Töchtern von Ödipus und Jokaste, Antigone und Ismene, und den zwei Söhnen des Paares, Eteokles und Polyneikes. Nach dem Tod von Jokaste und Ödipus wuchsen die vier Kinder bei Kreon auf, dem Bruder der Mutter, und schließlich sollten die beiden Brüder sich in der Herrschaft der Stadt abwechseln, sind aber Feinde geworden, weil der eine die Herrschaft nicht abgeben wollte nach einem Jahr. Und so verbannte er Polyneikes aus der Stadt. Polyneikes hat das nicht wahrhaben wollen und Verbündete gesammelt und versuchte nun, einen Krieg gegen Theben zu errichten und die Stadt zu erobern. In der entscheidenden Schlacht werden beide Brüder getötet und Kreon übernimmt die Herrschaft von seinen Neffen. Er lässt den Vorgänger Eteokles den sittengemäß beerdigen. Den Leichnam des Polyneikes aber, der eben die Stadt angegriffen hat, den lässt er vor den Toren der Stadt liegen und verwehrt ihm ein ordentliches Begräbnis. Das heißt, er verwehrt dem toten Polyneikes den Einzug ins Totenreich. Und er sichert dieses Verbot, ihn zu beerdigen, dadurch, dass er eine Steinigung all denen androht, die
Polyneikes bestatten werden. Und da setzt eben nun das Stück ein. Antigone beschließt, ihren Bruder zu beerdigen. Die Schwester Ismene schreckt davor zurück. Antigone ist verlobt mit Haimon, dem Sohn des Kreon, der seinen Vater nicht davon abbringen kann, Antigone zu bestrafen. Antigone wird eben gefasst, als sie ihren Bruder beerdigen will. Und die Bestrafung ist, sie soll lebendig eingemauert werden. Das löst nun eine Kette von Selbstmorden aus. Antigone bringt sich um, ihr Verlobter Haimon bringt sich um, die Mutter von Haimon, Eurydike, bringt sich um, und das Herrscherhaus des Kreons ist damit, endet damit schrecklich. Also, worum geht's? Es geht wieder darum, dass zum einen gegeneinander gestellt werden die Gesetze der alten Götter, die mündlich überliefert sind, die Tradition bedeuten. Das sind Gesetze, die Antigone befolgen will. Und andererseits die neuen Gesetze des Staates, die Kreon erfunden hat, ein Alleinherrscher, der ein Tyrann, die geschrieben wurden. Und ich lese Ihnen drei kleine Textstellen aus diesem Stück vor, die noch einmal den eigentlichen Konflikt verdeutlichen sollen. Einmal Antigone. Sie will dem alten Gesetz der Götter aus dem Totenreich folgen und spricht Folgendes. Ja, ging doch das Gebot da nicht von Zeus an mich, noch von der Göttin des Gerichts im Totenreich. Nie haben die für Menschen solch Gesetz bestimmt. Auch schien Gebot, das du erlässt, Kreon, mir so stark nicht, dass über ungeschriebenes, unumstößliches Göttergesetz hinweggehen könnt, wer sterblich ist. Denn nicht erst heut und gestern, sondern alle Zeit lebt das, und niemand weiß den Offenbarungstag. Hiervon ließ ich durch keines Mannes Willen mich abschrecken, wollte ich doch von Göttern nicht dereinst gestraft sein. Also, Antigone stellt sich gegen das neu erlassene Gebot eines Menschen, das geschrieben ist, dessen Offenbarungstag man kennt, während das alte, ungeschriebene, unumstößliche Göttergesetz ewig gelten wird und für jeden, der es befolgt, nicht befolgt, die größten Strafen nach sich ziehen wird. Und dagegen nun ein Kreon. Kreon, der nun sagt, es ist die Aufgabe des Regierenden, der für Ordnung sorgen will, der Chaos vermeiden will, unter seiner Regierungszeit Gebote zu erlassen, die sich auch gegen die alten Göttergesetze richten. Zitat: Denn da ich sie nach offener Widergesetzlichkeit ergriff, im Land die Einzige, werde ich doch mich selber vor der Stadt nicht lügen strafen. Nein, ich töte sie. Aufschreie sie zu Zeus, dem Gott der Blutsverwandtschaft. Lass ich eigenes Gewächs wild wuchern. Schieß das Fremde mir erst recht ins Kraut. Denn wer in der Familie sich als Wackerer bewährt, erweist sich auch im Staat als Mann des Rechts. Wer aber als Rebell Gesetzen trotzt, wer gar der Obrigkeit Vorschriften machen will, der kann gewiss sein, dass er niemals Lob von mir erhält. Nein, wen die Stadt ernannt hat, dem gehorche man, ob's klein scheint, ob's gerecht, ob nicht so ganz gerecht. Ja, solch ein Mann besäße mein Vertrauen, dass er gut regiert, doch sich auch leicht regieren lässt und auf dem Platz, den man ihm zuweist, in der Schlacht verharrt, als pflichtbewusster, tapferer Nebenmann.
Regierungslosigkeit ist doch das Übelste. Sie stürzt die Städte ins Verderben, untergräbt die Häuser, macht das Kampfgefolgschaft niederbricht in Flucht. Die Masse, recht geführt, verdankt ihr Heil stets ihrer eigenen Regierungsfrömmigkeit. So trete man für seine Ordnung wehrhaft ein und träume ganz gewiss nicht einer Frau das Feld. Denn heißt es weichen, dann doch lieber einem Mann, als dass man von uns sagt, wir geben Weibern nach. So beschließt er die Hinrichtung Antigones. Und nun kommt der Chor und Haimon kommen. Er erfährt von den Selbstmorden und er gerät ins Wanken. Und dieser Chor nun fordert ihn eben auf, Einsehen zu haben. Auch der Mensch muss einsehen, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und er muss seine Hybris erkennen, er muss von falsch getroffenen Entscheidungen Umkehr halten. Und das ist dann auch der Schluss des Stücks, der Chor. Das Einsehen, innerster Quell des Glücks. Doch auch von der Ehrfurcht lasse man nicht im Götterdienst. Gewaltigen Spruch des übermütigen Mundes straft gewaltiger Schlag und lehrt selbst Alte das Einsehen. Also gesiegt haben die alten Traditionen, die alte Götterwelt, die alten ungeschriebenen Gesetze, die von den Frauen verteidigt werden. Das alte Prinzip der Blutsverwandtschaft, ein Blut, demgegenüber die Angeheirateten, der Verlobte nicht so wichtig sind. Sie sind eben nicht eines Blutes. Und da ist es besser, zusammen im Totenreich mit seiner Familie zu wohnen, als lebend auf der Erde unter Menschen, die die göttlichen Gebote nicht einhalten. Es sind weibliche Werte. Die Frauen werden hier als Trägerinnen der alten Traditionen genannt, erfüllt von Gottesfurcht, wohingegen die Männer und allen voran der Tyrann, der Alleinherrscher, neue Gesetze erlässt. An einem Tag genau datierbar, geschrieben, fixiert, Gesetze der Menschen, die aber gegen die Macht der Götter nichts durchsetzen können. Und gerade auch Menschen, die glauben, als Einzelne eine ganze Stadt regieren zu können und ihr eine Ordnung geben zu können, sind laufen fehl, leiden am Hybris und ihre innovativen Gesetze, ihre Erneuerungen haben nicht Bestand vor den alten Gesetzen der Götter. Haimon begeht Selbstmord aufgrund der Macht der Liebe von Eros. Auch hier die alten Götter Macht, die siegt über die menschliche Vernunft, die, ja, das menschliche Leben. Wie gesagt, man ist eben mehr verpflichtet der eigenen blutsverwandten Familie als irgendeiner angeheirateten Verwandtschaft. Der einzige Ausweg, den es für den Menschen gibt, ist das Einzusehen, erkenne dich selbst, Einsicht zu haben und falsche Entscheidungen zu bereuen, zurückzunehmen. Bei all dem Sieg der alten Gottheiten, den hier Sophokles auf die Bühne bringt, es ist doch bezeichnend, dass diese Gesetze die Gesetze des toten Gottes sind. Während die anderen Gottheiten doch hier ein wenig in den Hintergrund geraten. Es sind die Gesetze des toten Gottes, die sich hier durchsetzen. Ein Stück geschrieben vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die sich neu strukturiert aufgrund von menschlichen Gesetzen, menschlicher Vernunft und die hier noch einmal eben gewarnt wird, abzukehren von den alten
Göttern und ihren alten Gesetzen. Die neue Vernunft birgt Risiken in sich. Das werden wir dann bei Euripides das nächste Mal uns genauer anschauen. Aristoteles hat ja eine Poetik geschrieben und das ein Moment der Tragödie, die Katharsis, die Reinigung genannt. Mit Furcht und Schrecken werde da den Zuschauern vorgeführt und eine seelische Reinigung hervorgerufen, im Sinne auch von einer moralisch-ethischen Reinigung. Heutige Interpreten kommen von diesem moralischen Aspekt weg und sie sagen, der Zuschauer, der Teilnehmer an einem Stück wie eben Ödipus oder Antigone kannte ja schon den Mythos. Er wusste genau, worum es geht. Er kannte auch den Ausgang. Und es wurde ihm vor Augen geführt, wie schrecklich es ist, wenn einem so etwas passiert. Aber eher im Sinne Reinigung, im Sinne, oh Gott, bloß nicht, dass mir so etwas passiert, als einer moralischen Erneuerung. Moderne Interpreten das sagen, das ist eher so, wie wenn man eben auf der Autobahn an einem schrecklichen Unfall vorbeifährt und dann hinschaut und sagt, um Gottes Willen, sowas soll mir nicht passieren. Interessant ist eben, wie sich hier im 5. vorchristlichen Jahrhundert Autoren mit dieser neuen Gesellschaft in Athen auseinandersetzen und was sie für Lösungen, für Antworten auf diese Umgestaltung der Gesellschaft haben.